Scorpion Gang. Chili! Oh, my I got no time, bro. I'm a hey, ich glaube, I'm not a businessman, I'm a businessman. Yo, ich bin der Vogue, bin Produzent und Summers DJ. Hier im Bonnie Blitz proben wir immer für unsere Live-Shows. Aber wie immer, erstmal. Ja, genau. Aber wenn du siehst, ich bin gut dabei, zieh ein bisschen runter die Dings. Und auch, achte auf mich. Mixo. Rain drop, drop top. Bring meine Mutter in Kopf. 9 Euro runter, guckst du. 9 Millimeter, keine Zeit für ihn nutzen. Ich kenne Cem und Nema schon aus meiner Jugend. Mit Nema bin ich zusammen zur Schule gegangen. Und 2019 brauchten die einen neuen DJ. Dann haben wir uns kurz geschlossen und dann kam Corona. Dann sind die Jungs auch noch zu mir ins Studio gekommen. Seitdem arbeiten wir hier. Mit dem Umzug ist der Sampler zum Teil hier entstanden und hier haben wir uns alle getroffen. Billa kam hier hin. Ich glaube, Billa hat sich auch schon vorher mit Cem schon getroffen. Aber hier fing dann die ganze Zusammenarbeit richtig an und... Aber der ist jetzt nicht auf den Song, ne? Was? Den Beat? Ja. Den ich gebounced habe, das sind nur die Spuren. Ja, ja, alles gut. Einzelne Spuren, du musst den arrangen, so gesehen. Ja, genau. Safe. Der Beat ist halt nicht arranged nach dem A Cappellas. Okay. Aber ich kann dir sagen, Hook sind 4 Bars. Ja, ich will erstmal Dingens machen. Als Ghana und Geenaro dann hier waren, haben wir jeden Tag zusammen an Musik gearbeitet. Ich habe Samples immer rüber geschickt und habe den Jungs viel über die Schulter halt geschaut und sehr, sehr viel gelernt. Wir waren ja eh schon so richtig down miteinander, als dass sich dann in Vegeville im Studio schon so gefestigt hat und ich wusste, okay, ich bleib jetzt hier, ich habe so ein integriertes Gefühl. Ab dem Zeitpunkt war das schon so für mich klar, ey, hier entwickelt sich sowas ganz Krasses. Cem hat dann auch relativ schnell zu Kosa gesagt, ey, ich plane jetzt auch ein eigenes Label, gib Gas, mach ein Jahr Mucke, bereitet euch vor, das wird eine wilde Zeit und das Original genauso gekommen, wie er gesagt hat. Und im Gegenteil, das Team wurde noch so bereichert mit Leuten wie Vogue, wie Billa, Melez und... Das wird immer geiler irgendwie, also jeder ergänzt den anderen. Mach die Hits in einem Trap House Ghana, du bist krank und meine Mama. Bitte red nicht, wenn du kein Plan hast. Das ist Deutschrap sein Vater. Yo Leute, was geht? Ich bin gerade in Duisburg im Studio bei Judy und zeige euch heute mal, wie wir den Song Schütt es ein gemacht haben. Billa Joe featuring Summer Jam. Schütt es ein, also der Billa hat mir mal per WhatsApp so eine Sample-Playlist geschickt. Da fand ich halt einen Song richtig krass. Warte, ich kann es euch mal zeigen. Das war das Intro nämlich davon. So, I'm going to Ghana. War, glaube ich, der erste Song, den ich gehört habe. Ich glaube, eine der ersten Versionen, aber ich glaube, der Song stand schon so. Also James' Part war auf jeden Fall drauf, Billa war drauf. Auch der Beat, der war einfach so crazy schon, also das kam schon. Das war auf jeden Fall der erste Song und da habe ich mir gedacht, okay, das wird auf jeden Fall krass. Das Sample hatte auch so eine Stelle da, wo halt nur Orgeln waren. Das hört schon so an. Ganz auf schlicht einfach noch so Drums drüber gemacht. Normale Snare noch dazu gepackt. So ein bisschen was am Ton hier geändert vom Bass, damit er nicht die ganze Zeit gleich durchgeht, dass da so ein bisschen mal eine Änderung ist. Und ich zeige euch auch einmal die 808. Hört sich das so schon mal mit Sample an. In der Hook habe ich noch so eine Kick noch dazu gemacht, dass das noch so ein bisschen mehr so nach vorne geht. Ich recorde jetzt selber nicht in Fruity Loops. Ich mache das dann alles in Studio One. Ja, ich habe die Stamps dann in das Programm reingeladen und ja, habe von da aus dann weitergearbeitet. Eigen so, also die haben sich sehr gut so eine gewisse Soundästhetik geschaffen, die alle drei aber auch bedienen und das jetzt halt beim Sampler nochmal besonders ausgearbeitet werden. Also ich muss schon sagen, die Jungs haben sich krass gesteigert und ja, ist halt düster, sehr hart. So, auf jeden Fall einmal Export, Wave-File, dann einfach so einen Ordner bestimmen und dann Split-Mixer-Tracks und dann geht's schon nach Studio One. Also bei dem Song haben, glaube ich, Billa und ich mit dem Part angefangen. Sagt ganz auf easy, eine Spur, bisschen Ad-Libs. In der Hook hatten wir Autotune gehabt. Also ich selber, ich arbeite mit dem neuen Autotune. Das ist eigentlich ganz nice, also man kann ja auch voll viele Sachen noch so verstellen, um es noch so ein bisschen natürlicher klingen zu lassen, dass das nicht so ganz Roboter dann so kommt. 124 anonyme Call-Trap von Glück. Ich kann dafür sorgen, dass auf dich bei deiner Hand ganz sprüht. Ich würde auch generell so unsere Art von Beats oder Musik so beschreiben, dass wir eher so minimalistisch arbeiten, dass halt auch der Künstler da so ein bisschen mehr Platz hat und ja, weniger ist auf jeden Fall mehr. Auf dem Sampler habe ich Rotterdam und Gang produziert. Mit Ghana und Geenaro habe ich zum Beispiel unter anderem auch 2 Songs auf Lucianos Album mitgewirkt. Los Ghana! Oh no! Fuck. Oh, okay. Chili! Komm. Shit! Ich wusste es! Ich hab immer nicht gekommen! Geil. Ne, ey, hast du Part von Shoote schon gehört? Ja, ich hab gerade gehört. Schutz ist krank. Ja. Ja, safe. Und sonst, ey, was geht? Wie geht's dir? Nix, Bruder. Ja, ich dreh durch. Wann darfst du wieder raus? Scorpion Gang.